Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021. So, wir haben ja gerade die Bremsen noch wieder restauriert, abgedreht im Prinzip. So. Haben wir wieder schicke Bremsbeläge. Da brauchen wir neue. Die sind jetzt aber auch nicht so teuer. Bremssättel sollten wir hoffentlich beide haben, jawohl. Und auch zwei Bremskolben, sehr gut. Und ich habe Dings vergessen. Hier. Die brauchen wir natürlich auch noch. Ohne das geht nichts. So. Und Koppelstangen brauchen wir auch noch, sehe ich gerade. Typ B. Koppelstange Vorderachse Typ B. Da brauchen wir auch zwei Stück von. Weil da haben wir natürlich auch nichts. Rattennarbendeckel, achso, die fehlen natürlich auch. Brauchen wir auch zwei. Das sind alles so Teile, die kann ich halt nicht reparieren. So. Den haben wir. Die haben wir. Da hätte ich nur eine von kaufen, aber die kosten halt auch nicht so viel. Von dem her kein Drama. So, das machen wir dran. Querlenker. Oh, den brauchen wir neu. Den habe ich vergeigt. Was war das für einer? Querlenker Typ A. Machen wir so. Machen wir es einfach so. Entweder ich habe ihn kaputt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der dazu gehörte. Oder er war eh schon so kaputt, dass ich ihn gar nicht hätte reparieren können. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. So. Das brauchen wir neu. Das habe ich kaputt gemacht, das weiß ich. Da wollte ich eigentlich drauf. Aber 20 Talerchen kriegen wir noch finanziert. Jetzt haben wir noch 9.997. Ist natürlich nicht die Welt, ne? So, Rattennarbe noch. Wie gesagt, da muss ich mal gucken. Oder ich verkaufe halt irgendwelche Teile noch. So. Jetzt haben wir ihn unten soweit fertig. Jetzt sind wir im Prinzip optisch auf dem Stand von Anfang letzter Folge. Nur, dass das Fahrwerk jetzt komplett neu ist unten. Und also die Form, ich finde die einfach wunderschön. Tolles Auto. Bin ich froh, dass wir den gekauft haben. Und so, jetzt müssen wir uns um den Kollegen hier kümmern. Da will ich mal wieder gucken, dass wir zumindest die Sachen, die wir ersetzen müssen, gleich als Tuning-Teile ersetzen. Und die anderen halt nicht. So, Ansaugbrücke noch weg. Ach, da ist noch eine. Gerade überlegt, was hat er denn? Was will er denn von mir?
So, da, wie gesagt, da gucken wir dann mal, was wir noch neu machen müssen. Zündkerzen sind so ein Thema, die können wir dann immer als Tuning-Teile machen, dass wir zumindest so ein bisschen mehr Leistung haben. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich vergesse immer die Kipphebel. Das sind ja so viele bei den V8 hier. Ne, da, den wollte ich. Den da. So, Zündkerzen raus, dann die Stößelstangen raus und dann können wir den auch abmachen. Und dann geht's wieder ans Renovieren, ne? Zap. Psst. Macht er. Psst. So, die Seite wäre. Hier können wir jetzt schon mal das Lüfterrad noch abmachen. Das werden wir auch ersetzen müssen. 13%. Die Riemen sowieso. Die Wasserpumpe sieht gut aus. Die werden wir auf jeden Fall reparieren können. 52%, das geht klar. Zündspule. Die Platte sieht auch nicht verkehrt aus. Servopumpe, mal die nochmal repariert kriegen. Knapp 10.000. Talerchen haben wir noch, aber ich habe zur Not Sachen, die ich verkaufen kann. Weil ich will das jetzt möglichst fertig machen, ohne dass wir große Reparaturaufträge jetzt machen müssen. Kolben werden wir neu machen müssen, denke ich. Da können wir dann, wie gesagt, auch direkt wieder Tuning-Kolben reinpacken. Muss mal gucken, wie viel teurer die eigentlich sind. So. Und wenn wir den dann hier fertig haben und verkauft haben, dann können wir mal an den Jaguar gehen. Den ich dann auf jeden Fall verkaufen werde, weil der ist optisch nicht so mein Typ. Weil, wie gesagt, es macht einfach keinen Sinn, dass wir Autos behalten eigentlich. Einfach weil wir können nichts damit anfangen. Ich habe keinen Ausstellungsraum, wo ich sie reinstellen könnte. Das fehlt noch so, ne? So ein Ausstellungsraum, wo ich fertig restaurierte Fahrzeuge unterbringe. Quasi als Showroom. Das wäre schön, wenn es sowas noch gäbe. Das fehlt noch. Weil dann macht es auch Sinn, dass ich die renoviere. Und so macht es Sinn, dass ich sie dann halt verkaufen kann. Aber mir einen eigenen Showroom so aufbauen, das wäre doch auch schön. Könnte mir gefallen. Muss ich sagen. Schön ist, das Getriebe haben wir reparieren können. So.
Ölwanne. Ölwanne ab. Sind beide fest? Ich dachte, die eine wäre nicht fest, aber... Nun denn. Oh, da sind relativ neue Kolben drin. Naja, nur relativ leider. Werden wir trotzdem nicht nutzen können. Fürchte ich. Aber gucken wir mal. Wobei, wenn wir eh einige ersetzen müssen, dann... Aber die können wir dann vielleicht verkaufen. Das wäre noch eine Variante. Wenn die noch einigermaßen intakt sind, sollten wir da gut Geld für kriegen. Hoffe ich. So. Den noch. Dann haben wir die alle fertig. Dann können wir die hier noch ziehen. Und dann können wir die Kurbelwelle rausnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir repariert kriegen. So. Und der Block. Wunderbärchen. Reparatur beginnen, das machen wir. Vergaser. Da haben wir dann auf jeden Fall zwei von. Mindestens. Wenn ich sie beide repariert kriege, sogar drei. Autsch. Autsch, sage ich dann nur. Zumal die Ansaugbrücke kein ganz billiges Teil war. Seine Prozent da auch noch drin sein können. Finde ich. Ja, hier werden wir nicht ganz so viel Tuning machen wie bei dem vorherigen. Einfach weil wir hier deutlich mehr Teile haben, die wiederverwendbar sind. Deswegen brauchen wir da einfach nicht so viel. Großteil der Lager können wir fertig machen. Sehr schön. Wahrscheinlich nochmal ausschleifen oder so. Wobei, normal sind die ja beschichtet, ne? Real könnte man sowas nicht wiederherstellen. Glaube ich. Sehr gut. Dann könnten wir nochmal wieder eine Versteigerung irgendwann mitmachen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ist ja auch noch wieder schick. So, alles repariert, was reparierbar war. Dann gucken wir mal. Was wir montieren können. Motorblock haben wir. Sehr gut. Kurbelwelle sollten wir auch haben. Kolben. 48%. Nee. Tuning. Kolben mit Pleuel.
Den brauchen wir. $225 das Stück. Und hier brauchen wir natürlich noch die Kolbenringe. 225 zu 80. Okay. Die sind schon deutlich teurer. Muss ich gestehen. Aber wenn wir den Motor schon neu aufbauen, dann halt auch richtig, ne? Bisschen mehr Leistung darf ja dann durchaus drin sein. So. Machen wir erst die Kurbelwelle fest. Hätten wir vorher sinnvollerweise. Normalerweise hätte man es vorher schon gemacht, aber das sieht das Spiel jetzt nicht so eng. Da ist manchmal die Reihenfolge nicht so wichtig. So, gucken wir mal, wie viel wir da neu kaufen müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, einen. Oh, einer, das geht. Das ist vertretbar. Absolut vertretbar. Dann kann die Ölwanne drauf, Ölfilter dran, dann ist das Ding auch unten zu. Perfekt. So, den müssen wir natürlich neu kaufen. 36 Talerchen, das ist nicht das Problem. So, Ölwanne drauf. Dann wäre das Geschoss unten schon mal zu. Ölfilter braucht man noch. So. Dann können wir das schon mal drauf machen. Das brauchen wir neu, aber das gibt es als Tuning-Teil. Da. Schwungrad. Wie gesagt, dann machen wir halt das als Tuning, was wir eh neu kaufen, auch wenn es teurer ist. Kupplungsscheiben haben wir zwei Stück sogar noch. Kupplungsdruckplatte. Aber es ist dann halt auch einfach so viel schicker. Das müssen wir auch neu machen. Ausrücklager. Kupplungsdruckplatte, was kostet die denn hier? Ach, na, das ist schon deutlich günstiger, ne? Muss man ja schon sagen. So. Zylinderkopf drauf. Nockenwelle sollte ich mal einbauen. Abgaskrümmer haben wir. Einen auf jeden Fall. Da kaufen wir dann auch keine zwei neuen. Da gucken wir natürlich, dass wir den Nockenwellenrad, habe ich das? Nope. Habe ich nicht. Die Kette werden wir auch brauchen.
Denke ich mal, jawohl. Steuerkette. So, aber Steuergehäuse haben wir. 6000 haben wir noch übrig. Könnte reichen. So. Wir müssen zwar noch so ein bisschen Sachen kaufen, aber es ist viel Kleinkram. Von dem her sehe ich gute Chancen, dass es reicht. Kraftstofffilter. Den kaufen wir natürlich als Tuning. Kraftstofffilter. Wo haben wir ihn denn? Da. Wasserpumpenriemenscheibe müssen wir auch neu kaufen. Die gibt es nicht im Tuning. Den Riemen brauchen wir. Gerade überlegt, warum der da auf der... Aber den hatte ich ja nur draufgesetzt und nicht gekauft. So, Lichtmaschine haben wir auch. Den müssen wir auch kaufen. Sehr schön. So, die haben wir, glaube ich, repariert, genau. Luft, ja, den müssen wir neu machen. Gibt es bei sowas auch nicht im Tuning. Zubehör. So, und wie ich sehe, ist die Folge auch schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hier wahrscheinlich das komplette Auto vervollständigen werden, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.